Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier auf Let's Multiplay. Diesmal mit dabei ist der Clark C80 Gabelstapler mit hydraulisch verstellbarer Gabel und der passenden Kippschaufel dabei. Ja, der Mod gerade bei Mod-Hoster ganz heiß im Angebot, ganz heiß gehandelt. Und ja, es gibt insgesamt ein paar Fakten zu dem Gabelstapler. Insgesamt hat er 8 Tonnen Tragfähigkeit und hat ein Eigengewicht von knapp 10 Tonnen. Und ja, wir haben einen Dieselmotor. Der fährt nicht mit Treibgas. Das ist auch schon mal ganz gut. Weiterhin gibt es dann noch dazu zum Mod diese Kippschaufel, die wir hier vorne jetzt gerade mal sehen, die wir auch gleich mal ranklemmen werden. Der Mod selber ist voll animiert. Es gibt Türen, Scheibenwischer, Hubmast, Gabel und einen Hebel. Die sind alle komplett funktionsfähig. Der Gabelstapler selber ist auch waschbar. Das heißt, er kann durchaus schmutzig werden. Dann haben wir Reifenspuren, die mit dabei sind. Auch sehr schön, zeige ich euch gleich alles nochmal im Detail. Es gibt eine separate Kamera an der Gabel hier, was ich auch extrem cool finde. Na, das ist schon, das hat schon echt was. Bietet sich definitiv an, um ein wenig leichter irgendwelche Lasten aufzuladen. Zusätzlich haben wir noch die Kippschaufel, die wir annehmen können, die wir draufpacken können. Das machen wir jetzt, oder versuchen wir jetzt zumindest mal. Versuchen wir mal, ob wir die Kippschaufel jetzt hier dran kriegen. Der Mod selber stammt von S4T4N oder auch, wenn man es ausschreibt, Satan. Gucken wir mal, ob der Mod auch irgendwelche satanischen Funktionen oder Eigenschaften hat hier. Weltuntergang oder irgendwas. So, blenden wir mal das HUD eben nochmal ein. Jetzt gucken wir, wie wir das Ding hier rankriegen am besten. Ob wir es überhaupt rankriegen. Ah, jetzt ist es dran. Sehr schön. So, mit der Geräteauswahl wechseln können wir jetzt die Kippschaufel bedienen. Passt natürlich ideal für die BGA, wenn man da ein bisschen arbeitet oder irgendwie Mist oder Gülle fährt. Oh, hier sehe ich aber gerade noch einen kleineren Fehler hier. Gucken wir uns einfach mal an, wenn wir die hochziehen. Da steht das Ding noch ein bisschen in der Luft. Das kann man vielleicht noch ein bisschen überarbeiten hier, dass die Kippschaufel quasi ein bisschen mitzieht und nicht wie so ein Gummiband hier. Nach vorne kippen können wir ihn auch. Sehr schön. Hinten nach oben. Gucken wir uns mal die Animation an, wenn wir das ganze Ding mal hochfahren. Dazu machen wir jetzt erstmal das HUD nochmal aus hier. Ja. Sieht aber eigentlich, wo ich das Ganze ausblenden. So. Sehr schön. Mal gucken, wie hoch wir den fahren können. Ja, können wir ziemlich hoch fahren. Damit kommen wir dann auch bei der BGA an die großen Tanks ran für das Kraftwerk. So, sind die Geräteauswahl gewechselt eigentlich? Das hat nochmal einblenden. So. Na, jetzt können wir es auch kippen. Theoretisch. Ja, durch das hohe Eigengewicht von dem Gabelstapler selber haben wir natürlich jetzt hier den Vorteil, dass hier nichts nach vorne wegkippt. Das heißt, wir haben hier hinten im LKW sei schon, in dem Gabelstapler hier das ganze Gewicht drin. Dementsprechend können wir hier auch lustig kippen, wie wir wollen. So, fahren wir das ganze Ding mal runter. Ah, komm, wie können wir machen? Machen wir es mal ab. Oh, ja gut. Abfallen funktioniert, das Abmachen funktioniert auf jeden Fall. Sehr schön. Und jetzt gucken wir uns das ganze Ding mal von innen an. Achso, nochmal dazu, bevor wir reingehen. Blinker links funktioniert, Blinker rechts funktioniert, Warnblinker funktioniert auch. Positionsleuchte auch mit Funktion und wir haben sogar einen richtig schönen oder ein richtig schönes Arbeitslicht für hinten. Für hinten dran, hinten drum. So, die Reifenspuren schauen wir uns nochmal an. Bevor wir gleich mit dem mal reingehen. Fahren wir einmal aufs Feld hier vorne rauf. Und mal gucken, wie schnell er dreckig wird. Ja, die Reifenspuren. Gut, der fährt also auch sehr schön.
Wir haben hier unten auf der rechten Seite jetzt hier, wenn wir drin sind, ist auch sehr schön gemacht innen drin, die Innenansicht, wie ich finde. Sehr detailgetreu. Wir haben jetzt auf der rechten Seite unsere Fahrtgeschwindigkeit oder die Geschwindigkeitsanzeige. Das funktioniert auch schon mal sehr gut. Gibt es eine Animation, wenn ich den Blinker betätige? Nein. Also wenn ich den Blinker betätige, gibt es hier keine Anzeige innen drin. Ist jetzt aber auch nicht wirklich dramatisch und wild. Wird ja schon schmutzig. Es gibt eine Farbe. Es gibt aktuell nur die Farbe Grün. Was jetzt meiner Meinung nach aber auch nicht so schlimm ist. Und ja, wird schon langsam ein bisschen dreckig und schmutzig. Auspuffabgase oder die Auspuffanimation haben wir ja auch noch. Auch sehr schön gemacht. Ist aber, muss man dazu auch sagen, die Standardanimation. So. Gucken wir mal, wie das Ding von außen nochmal aussieht hier. Noch ein bisschen drum rumlaufen. Oh, hier der Radschutz. Sieht auch sauber aus. Hier haben wir jetzt im Mod selber nicht wirklich irgendwelche Schwachpunkte. Die Schrift hier ist ein bisschen unscharf gemacht. Ist jetzt aber auch nicht weiter dramatisch. Meiner Meinung nach, man kann trotzdem immer noch ganz gut sehen, worum es sich hier handelt. Nämlich um einen Klackgabelstapler. Wunderbar. Was haben wir hier noch oben? Ah, da kann man durchgucken. Das ist aber auch okay. Das soll ja auch so sein. Oben Schiebedach. Achso, ich kann mal die Funktion innen nochmal zeigen. Jetzt hier mal reingehen. Wir können mit dem Keypad 7 können wir die Tür hier links öffnen. Funktioniert auch. Und wir können die rechte Tür öffnen. Sehr schön gemacht. Und wir haben sogar noch Scheibenwischer vorne. Hier bewegt er sich. Und wir haben Scheibenwischer hinten. Da bewegen sie sich weiter. Auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Spiegel haben wir auch. Gibt es einen anderen Sound, wenn wir die Türen schießen? Nein, das klingt immer noch gleich. Meiner Meinung nach wäre das aber auch zu viel des Guten, wenn man da jetzt noch erwarten würde, dass der Sound anders ist, wenn die Tür offen ist. Dementsprechend ein sehr schön gemachter Mod. Könntest du das Ganze jetzt mal von außen angucken, wie man die Gabel, die verschiedenen Stellbreiten einstellen kann hier. Schmal und lang. Dann haben wir hier nochmal eine verstellbare Positionierung des Ganzen, falls sie zu weit rechts oder links sind. Und ja, die Kippfunktion hatten wir auch schon mal gezeigt. Können wir es noch tiefer machen? Oh ja, sinkt ein bisschen in den Boden ein. Da ist dann die Kollision vorne nicht zu 100% korrekt. Ja, und auch die hintere Kollision an der Gabel ist nicht ganz korrekt. Es sind aber wirklich Kleinigkeiten. Und wenn ihr einen funktionstüchtigen Gabelstapler sucht, dann seid ihr mit diesem Gabelstapler auf jeden Fall richtig. Ja, sehr schöner Mod vom Satan. Kann man nicht anders sagen. Wenn ihr den Mod downloaden möchtet, findet ihr unten in der Beschreibung des Videos auch nochmal den Download-Link. Wenn euch diese Mod-Vorstellung gefallen hat, dann einfach einen kleinen Daumen nach oben. Da freuen wir uns sehr drüber. Dann gerne bei Fragen in die Kommentare einfach unten was reinschreiben. Da gehen wir in der Regel auch innerhalb von wenigen Sekunden. Manchmal brauchen wir Minuten oder Stunden. Manchmal auch Tage. Aber in der Regel sind wir sehr schnell dran, um eure Fragen zu beantworten. Und lasst uns auch gerne ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Sagt Let's Multiplay.